Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Minecraft in einer neuen Aufnahme. Wir haben eine Menge Schneebälle, das ist sehr schön. Ah, wir machen heute mal wieder eine Aufnahme und in dieser Aufnahme machen wir nichts Geringeres, als gleich mal schlafen gehen, uns wieder den Morden zu stellen. Das haben wir ja schon in den letzten Folgen sehr gut gemacht. Ging so. Nicht wundern, ich habe heute wieder die Facecam mit dabei, zum einen natürlich, damit ihr schön sehen könnt, wie ich Schiss habe, falls ich Schiss habe. Und zum anderen ist es vielleicht so ein bisschen diffuses Licht. Das liegt daran, dass wir heute im Laufe des Tages 37 Grad hatten. Das war ziemlich heftig. Wir haben heute übrigens zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich nehme das Ganze natürlich wieder im Vorfeld auf, wie ihr es gewohnt seid, damit regelmäßig Folgen kommen. Wir haben heute den 20. Juli. Kann ich ja mal leaken an der Stelle und ich brauche beide Kopfhörer. Das bringt ja alles nichts. So, stirbt mal da draußen bitte. Das wäre sehr nett. Ich werde heute ein bisschen ruhiger vielleicht reden, weil ich das Fenster offen habe, weil es einfach ultra heiß war den ganzen Tag über und ich bin sehr froh, dass es jetzt ein bisschen abgekühlt hat. Deswegen habe ich das Fenster offen. Deswegen etwas ruhigere Aufnahme. Und deswegen auch kein Licht bis jetzt, weil Licht könnte ja dazu führen, dass hier irgendwelche Mücken reinkommen. Ist noch nicht so dunkel. Kann ich euch scheren? Kann ich nicht. Okay, was wir brauchen. Ich habe mich natürlich in der Zwischenzeit ein bisschen mit unserer Mission hier befasst, ja. Und ich weiß jetzt, was wir brauchen. Was wir nämlich brauchen ist, im Idealfall wäre das mal ein Schaf oder mehrere. Denn ich habe mir noch mal die ganzen Ankündigungen und Informationen reingezogen, die man von den Entwicklern so bekommen hat. Und oh, hier ist rundherum nur Schnee. Das da vorne war diese. Ja, komm, wir gehen da nochmal hin. Vielleicht haben wir Glück und da waren Schafe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Dieses geile Dorf da drüben. Weiß halt nicht, ob Schafe in so Schneebiomen spawnen überhaupt. Ich meine, das Fell dafür hätten sie, um nicht zu sterben. Aber ich denke mal, wo ein Villager-Dorf ist, kann auch ein Schaf sein, oder? Oder sehe ich das falsch? Ich finde ja immer noch diesen See hier so cool, auch wenn es jetzt natürlich ohne Shader nicht mehr ganz so imposant aussieht. Aber dennoch ziemlich, ziemlich nice. So. Und wie gesagt, ich habe mich natürlich in der Zwischenzeit ein bisschen mit unserer Mission hier befasst und mir nochmal die ganzen Sachen angehört, die Mojang so verlauten hat lassen, was den Warden anging, etc. Ne, die ganzen Ankündigungen und so weiter und so fort. Die ganzen Infos, die da gedroppt wurden. Und eine Sache, die ich tatsächlich vergessen habe, ist, dass Wolle tatsächlich sehr schalldämmend wirken soll. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die Shrieker, beziehungsweise auch die Skulk-Sensoren quasi völlig ausschalten, indem man Wollblöcke benutzt und sich damit so ein bisschen abschirmt. Offenbar soll das funktionieren. Und deshalb versuchen wir das Ganze jetzt mal, wenn wir irgendwo ein Schaf finden. Das wäre ja ein Träumchen. Allein! Okay. Finden wir hier irgendwo ein Schaf? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Das ist die große Frage. Das ist echt ein riesiges Schneebiom hier, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja die halbe Eiszeit. Boah, ist hier auch so cool. Guck mal, hier riesiger Eissee und da vorne einfach so eine Portalruine, zu der ich jetzt natürlich gleich muss. Es tut mir sehr leid, aber es ist so. Das ist natürlich nicht das, was ich hier eigentlich tun wollte. Aua. Das ist nicht das, was ich hier tun wollte. Und es ist auch nicht das, wieso ich die Facecam mit dabei habe. Aber es ist jetzt nun mal so. Da ist wieder ein Fuchs. Beziehungsweise sogar mehrere. Und ein Babyfuchs. Babyfuchs. Okay, cool. Babyfuchs ist natürlich auch sehr toll. So, Goldklumpen. Ja, wir nehmen mal mit, ne? In unsere kleine Base können wir ja alles mitnehmen. Ob wir das dann schlussendlich mit auf den Heimweg nehmen, weiß ich nicht genau, weil wir haben ja auch nur begrenzt Platz. Ich glaube, wir haben nur die eine Schulkerkiste dabei, ne? Ich glaube, wir haben nur eine mitgenommen. Das ist natürlich jetzt rückblickend betrachtet ein bisschen doof.
Aber auf der anderen Seite auch nicht so schlimm, weil ich glaube, sowas wie die Skalkblöcke etc., das kann man ja auch so ein bisschen. Also die Skalkblöcke und so weiter, das sind ja erneuerbare Blöcke quasi, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Dann kann man die ja auch künstlich vermehren, sozusagen. So. Jetzt hat sich hier gerade im Spiel so kurz mal eine Musik angekündigt, glaube ich zumindest. Klang zumindest so. Jetzt ist schon wieder ruhig. Interessant. Aber man kennt es ja nicht anders. Eigentlich könnte ich jetzt auch die Shader wieder anstellen oder einstellen. Anstellen. Arbeitsvertrag unterschreiben oder was. Könnte ich eigentlich wieder anmachen. Aber wir gehen ja gleich noch in die Höhle. Das ist jetzt nicht komplett auf Eis gelegt. Versteht ihr, weil hier ist überall Eis. Wieso ist hier überall Eis? Eieiei. Ich meine, es ist ja nicht schlimm, dass hier überall Eis ist. Es sollten halt trotzdem nur hier und da ein paar Schafe sein. Das wäre schön. Da ist ein Boot. Ach, muss ich da jetzt hingehen? Ich hoffe, ich verliere die Orientierung nicht, ne? Mein bislang gehen wir eigentlich nur geradeaus. Mehr oder weniger. Geradeaus und leicht rechts. Das heißt, wenn wir zurück leicht links gehen. Ne, auch leicht rechts gehen. Ja. Dann sollte das ja passen. Das Problem ist nur, dass die Tiere so ultra spät überhaupt gerendert werden. Ne? Das hat man jetzt gerade an den Hasen schön gesehen. Das heißt, da hinten könnten theoretisch Schafe stehen. Ich sehe sie noch nicht. Okay, da sind Eisbären. Die werden nicht. Kalt. Die werden nicht ganz so spät gerendert. Vielleicht werden Kaninchen ja auch später gerendert. Sind Eisbären nicht aggro, wenn sie Kinder haben? Ist das eine kluge Idee, das auszuprobieren? Hallo? Oh. Ja, okay, alles klar. Test erfolgreich. Danke. Oh Gott. Mir rennt ein Eisbär hinterher. Ist das gut? Okay, der ist zum Glück nicht so super schnell. Da bin ich ja sehr froh drüber. Ich bin aber auch nicht so super schnell, muss ich mal sagen. Aber auf Eis bin ich ein bisschen schneller. Oh yeah. Und abgehängt, cool. Na gut, wir gucken uns mal das Boot an. Da links ist ein Ozeanmonument. Auch das ist natürlich toll. Das werden wir uns jetzt aber nicht ansehen, weil gefährlich und quasi kein Loot. Insofern nicht wirklich interessant. So. Okay, wir brechen da jetzt einfach mal von der Seite ein. Das ist mir aber völlig egal. Boah, ist hier viel Eisen drin. Mega. Ich würde tatsächlich eher das Eisen mitnehmen. Smaragde nehmen wir mit. Ja, okay, dann können wir den Klumpen trotzdem behalten. Okay, ist hier noch was? Nee, ne? Dürfte eigentlich nicht. Dann schauen wir mal hier drüben. Hier ist noch eine Kiste. Schutz 3. Nee, Schutz 4 ist das. Ja, das ist jetzt alles nicht so besonders, ehrlich gesagt. Okay, das war nicht gut. Das ist die Kiste von eben. Njark. Au, okay, das hat nicht geklappt. Es kann aber klappen, ich weiß es. Behaupte es zumindest mal. Okay, pass auf. Wir nehmen einfach Holz, dann rutscht mal drauf, aber nicht so doof. So. Wunderbar. Haben wir hier. Ist doch noch was. Okay, eine Schatzkarte und sehr viel Papier. Komm, nehmen wir mal mit, ne? Schatzkarte. Von der möchte ich mich jetzt eigentlich nicht distracten lassen. Ehrlich zu sein. So, wir müssen wieder zurück erstmal. Ich nehme die Schatzkarte aber mal mit. So, die nehmen wir einfach mal in die Offhand. Schadet ja nicht. So, da ist aber auch wieder ein Eisbär mit Gint. Das ist nicht gut. Ja, braucht immer einen Moment, bis er es checkt. Aber dann kommt er hinterher gerannt.
So, da ist ein Eisbär ohne Kind. Der dürfte dementsprechend passiv sein. Beep, beep. Draußen hupen irgendwelche Leute. Auch immer geil. Einfach hupen. Einfach hupen. Sagte der überraschte Erst-Stripclub-Gänger. Was? Don't mind me. I'm just laboring. So, wie gesagt, die Karte da halte ich jetzt einfach mal in der Hand, damit ich hab. Okay, wir gehen sowieso in die falsche Richtung. Alles klar. Damit ist die Karte auch nicht mehr so interessant, denn ich werde jetzt nicht gucken, was die Karte für uns verborgen hält. Auch wenn es vielleicht was Cooles ist. Ich brauche Wolle. Das kann nicht sein. Kann doch nicht sein, dass Wolle auf einmal eine der krassesten, also so schwer zu finden ist. Ich meine, es gibt theoretisch Wolle im Deep Dark Biom, ne? Theoretisch können wir auch in der Ancient City, gibt es auch Wolle. Das heißt, wir können theoretisch einfach in die Ancient City rennen. Aber nicht, doch. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Schafe. Ihr seid literally meine Lebensrettung. Zwar ohne Schauk. Ohne Schauk. Oh, das habe ich genau gehört. Wolle. Danke. Danke. So. Nee, ihr seid literally meine Lebensrettung. Ja. So, jetzt versuche ich mal halbwegs unfallfrei zurückzukommen. Ich nehme am besten mal eine Fackel in die Offhand. Denn es könnte jetzt allmählich Nacht werden. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Rein vom Gefühl her müsste ich in die Richtung. So, grob. Ich guck mal so ein bisschen hin und her, ob mir irgendwas bekannt vorkommt. Ja, das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir sehr bekannt vor. Hier ist diese komische Höhle, ne? Wow. Warte mal. Ganz kurz. Wir haben uns die Höhle ja schon mal angeguckt. Aber die hier? What? Das ist ja mal cool. Ist einfach so eine völlig offenstehende... wie heißt denn das? Tropfsteinhöhle, ne? Krass. Krass, wirklich krass. Sieht mega aus. Können wir jetzt nur leider keine Beachtung schenken, weil wir haben andere Missionen. Aber vielleicht ein andermal. Ich finde das hier allgemein alles sehr, sehr cool. Also bin ich der größte Enthusiast, was so Schneelandschaften angeht. Aber das hat schon was hier. Das hat wirklich was. Also ein richtig schönes Frozen-Reich aufbauen, theoretisch. Ist echt schön hier. Muss ich schon mal sagen. So. Oh, Pulverschnee. Das ist schlecht. Nein. Okay, woran erkenne ich den? Der ist so ein bisschen bläulicher offenbar. Okay. Da hatten wir bislang sehr, sehr Glück. Das hier ist auch welcher, ne? Oh Gott. Okay. Ich versuche den mal zu umgehen, so gut es geht. Was allerdings gar nicht unbedingt so leicht ist. Vor allem mit den Schneelayern hier noch drauf. Das macht es natürlich noch fieser. Weil du dann ja erst recht nicht weißt, was für eine Sorte Schnee das jetzt ist, wo du drauf steppst. Zumindest nicht, wenn du von oben drauf schaust. So. Okay, ich glaube, hier oben drauf müsste ja unsere temporäre Base sein. Hallo Schwein. So.
Da sind wir doch. Sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Wolle wir eingesackt haben. Ich glaube, es war nicht so super viel. Aber es war wenigstens ein bisschen was. Ich lege mich mal hin. Und trinke Wasser. Das ist sehr wichtig. Und ich genieße die Musik des wunderbaren Minecraft-Klaviers. Denn auch das ist sehr wichtig. So, es wird allmählich dunkel. Und es soll heute angeblich noch gewittern. Deswegen wäre es ganz gut. Erstens, wenn das nicht stimmen würde und es einfach nur regnet, das wäre auch nett. Oder wenn ich bis dahin mit meiner Aufnahme fertig wäre, wäre auch gut. Ups, das wollte ich gar nicht. So. Okay, wir haben 8 Wolle. Ist gar nicht mal so wenig. Ist okay. Ist okay. So, ich nehme natürlich jetzt mal möglichst wenig von diesem ganzen Schund mit. Ja, Stein können wir mal mitnehmen. Eisen lassen wir hier. Papier lassen wir hier. Pferderüstung lassen wir natürlich auch hier. Schatzkarte lassen wir hier. Feuerzeug brauche ich nicht. Ich wüsste jedenfalls nicht wofür. Die 8 Wolle, wie gesagt, sehr wichtig. Haben wir hier noch was drin? Nein. Haben wir nicht. Das ist alles Stein, ne? Hiervon ist nichts Wolle. Die Erde nehme ich mal mit. Just in case. Okay. Kann ein Warden eigentlich in einem Boot stecken bleiben? Wie andere Mobs auch? Kann man den in ein Boot trappen? Das wäre ja. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Okay. Dann würde ich sagen, wir versuchen es. Speicherpunkt ist ja gesetzt. Ich gehe nicht hier raus, weil da wartet der Creeper. Da wartet der Creeper drauf, mich zu töten. Oder auch nicht. Gut. Dann gehen wir hinab. Die Schere haben wir dabei. Das heißt, wir können auch noch weitere Wolle holen. Ja, dann let's go. Wir haben ja nichts zu verlieren, außer unserem ganzen Equipment. Wird schon schief gehen, ne? Wird schon schief gehen. Na klar, locker, easy. Alles easy, Brudi. Wir gehen einfach mal kurz in die Ancient Cities, bauen da alles ab. Kein Ding. Kein Ding. Ich sehe nicht, was schief gehen sollte. Nee, sehe ich nicht. Alles easy, Jungs, alles easy. Und Mädels natürlich auch. Alles easy. Okay. Die Musik macht es auf jeden Fall beruhigender. Das so viel kann ich schon mal verraten. Das ist schon mal sehr schön. Vielleicht gibt es diesmal auch keinen Enderman, der sich als Herobrine ausgibt. Auch das wäre schön. Hier lang müssen wir. So. Okay. Okay, die Musik gefällt mir eigentlich doch nicht. Ich hätte, glaube ich, lieber Stille. Wo lang? Ah, hier lang, ne? Genau. Wir sind immer hier lang gegangen. Alles klar. Wir haben jetzt 8 Wollblöcke, ey. Wir sind unbesiegbar damit, eigentlich. Fast. Quasi. Ja. Wer wird denn da gleich so kleinlich sein? Was hast du für ein Geräusch? Ich habe irgendein komisches Geräusch gehört. Und ich glaube, das war nicht in-game. Das macht es noch gruseliger. So, da wären wir wieder. Ich habe diesmal bis jetzt deutlich weniger Angst. Könnte allerdings auch noch ein Problem werden, eventuell. Schauen wir mal. Habe ich mich hier eigentlich schon mal irgendwie runtergegraben oder so? Habe ich offenbar. Ich war ja schon offenbar sehr mutig. Gut. Na dann. Na dann.